die Quatsch und so weiter sind jetzt fertig. Wurden sie auch schon an ihm angebracht oder brauche ich dafür wirklich einen Doc, der das macht? Splint Quatsch ist beides noch nicht angebracht. Brauche ich wirklich einen Doktor dafür? Jetzt muss ich mal kurz im Starter Pack den Therapist starten. So, während der startet, gucken wir hier mal weiter. Ups. So. Hier wird überall gebaut und gemeinert. Das kann ich ja alles weiterlaufen lassen. Ob irgendeiner einen guten Healthcare Skill hat. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner Setting Bones. Ne, wir haben nicht wirklich jemanden, der gut darin ist. Also wird jetzt einfach mal ein Howler genommen. In einen Doc umgewandelt. Und ja, ihr seht meine Maus wahrscheinlich mal wieder da rumspringen. Und der soll die Knochen wieder gerade biegen und die Wunde verarzten. Und diagnostizieren. So. Gut, haben wir jetzt einen Doc? Gucke ich mal kurz, ob wir den hier jetzt sehen. Kit. Doc, Doc, Doc. Ich habe das doch übernommen, oder? Ja, einen Doc. Und zwar Licott irgendwas. Müsste jetzt unser Doc sein. Ah ja, da. Der Grüne. Ist jetzt ein Doc. Muss ich den auch irgendwie... Chief Medical Dwarf. Muss ich den noch zuweisen? Der ist jetzt nur mal vorübergehend, bis ich einen gescheiten Doktor kriege, der Doc. Damit er mal die Wunde verarzten kann. So. Der schläft gerade. Und ich hoffe, dann kümmert er sich um den Verletzten. Meiner. Ich kann mir ja auch, glaube ich, irgendwo seine Medical Berichte ansehen. Unter Military? Nein. Health, genau. Der hier wartet auf die Diagnose, oder? Ja, Diagnose und auf eine Quatsch. Genau, das müsste mein Doc dann machen, sobald er mal wach ist. Gut. Jetzt brauchen wir noch eine Bodenplatte, dann können wir die Seite auch noch füllen. Und dann müssen wir das hier füllen. Und am Schluss das hier. Und dann haben wir endlich unsere Farmen. Und ich habe irgendwas mit den Seeds kaputt gemacht. Orders? Dwarfs, Dwarfs Harvest, Mix Food? No Mix? Dwarf All Harvest? Dwarfs Gather Food, Dwarfs Forbid? Workshop Orders, Activity Zone Orders? Habe ich hier irgendwas verstellt? Nee, du nimmst nur diese Seeds.
Additional Options habe ich auch nichts verstellt. Du müsstest normalerweise die Plum Pebbles in den Pots storen. Oder sie gleich verbrauchen. Nee, halt, wir brauchen keine Säcke dazu. Ich verstehe das nicht. Also wenn ihr einen Tipp habt, warum meine Zwerge keine keine Samen mehr in Fässern platzieren, dann sagt mir das bitte, weil ich finde das gerade etwas komisch. Also ja, es ist okay, dass sie gleich alles so schön anpflanzen. So, Zonen. Du bist ein Pitpot und zwar ein Ponzo. Und dann vergebe ich auch gleich mal die Zonen hier drüben. Ich wünsche wirklich, es würde eine Zonenkopierfunktion geben, dass ich das nicht alles immer manuell machen muss. Oder dass ich es wenigstens mit der Maus anklicken könnte. So. Hier mache ich es mal versetzt. Also immer in eine und in die andere Richtung mal. So. Und dann mache ich es noch hier runter in die Richtung. So, das dürfte reichen. Hoffe ich mal. Und leider kann ich jetzt nicht hier einfach sagen, dass du eine Pitpond bist. Das muss ich mit allen separat machen. So. Jetzt sind sie erstmal alles Pitponds. Jetzt muss ich mit Groß P und F immer die Sache zuweisen. Groß PF, Groß PF, Groß PF, Groß PF, so, Groß PF, das ist doch, hat's genommen, oder? Ja, gut. Groß PF, Groß PF, Groß PF, Groß PF, Groß PF. So. Groß PF. Groß PF. Zum Glück muss ich das dann nachher nur noch einmal machen. So. PF, so. Gucken wir mal kurz, wo meine Bags sind. Stocks. Es kann nämlich sein, dass bestimmte Samen wirklich nur in Bags eingelagert werden können. Zoom. Ich kann nirgends hinzoomen. Enhanced View. Das wollte ich nicht. Escape. Egal. Ah ja, ich glaube, die sind alle voll mit irgendwelchen anderen Samen im Augenblick und können deswegen nicht genutzt werden. Ich finde es schön, dass ihr gerade den Pond zuerst füllt.
Was zur... Was liegt da denn da jetzt? Warum ist da jetzt Wildschweinblut? Oh, sehr schön. Der wurde gefüllt. Gut, dann kann ich da jetzt die Zone wegmachen. Ich habe makabre Zwerge. Ja, ich habe echt makabere Zwerge, die Wildschweinblut in meine Pond, in meine Farben von füllen. Was sagt denn meine Küche mittlerweile, dass wir immer noch viel zu viele Seeds haben? Longland Quas? Nein, River Spirits tust du bitte nicht verkochen. Alkohol haben wir jetzt genug. Plump Hammets sind noch ein paar übrig. Es ist auch noch anderes Zeug zum Verbrauen übrig. Also das sind die Plump Hammets sind 8. Longlet Grass Seeds, Red Wheat Seeds, Prickleberry Seeds, hauptsächlich nur noch Seeds zum Verkochen da. Auch gut. Und wir haben einen Feind. Wer ist denn gekommen? Das Wehrpferd, Urwart, bla bla bla, ist gekommen. Ein großes Pferd verdreht in eine menschliche Form. Es ist verrückt nach Blut und Fleisch. Seine Augen glühen im Bernstein. Seine sandigen Haare sind ungekämmt. Nun weißt du, warum du die Nacht fürchtest. Okay, das Vieh ist da unten. Wenn ich Glück habe, frisst das Schweinchen. Wenn ich Pech habe, dringt es in mein Fort ein und tötet alle. Wir bleiben mal in der Pause. Make Burrows. Add new Burrow. Define this burrow. So. Und du bist jetzt mein Bunker. Gut. Militia. Alerts. Bunker aktiv. I'm here to move in with my successful dwarven son. Ach, no, Mom, no. Und wir kriegen gleichzeitig noch Migrants, wenn ich gerade richtig gehört habe. Okay. Okay. Others, so ein Creature. Und dir würde ich gerne folgen. So. Vielleicht haben wir ja Glück und du. Ja, du jagst wirklich zum Glück im Augenblick Wildschweine. Aber du jagst sie irgendwo in unsere Richtung. Und du wirst zu einem Menschen und haust ab, oder? Nein, zu einem Passanten. Okay. Gut, nochmal gut gegangen. Militär-Alerts, Bunker inaktiv. So. Gucken wir mal kurz, was für neue Migrants wir haben. Einen Ranger, einen Animal Trainer. Einen Lime-Maker. Ein paar neue Kinder. Ja, stimmt, bei den Kindern muss ich in der nächsten Siege Operation. Zwei Engineers. Ui.
Da habe ich viel zu gucken.